So, herzlich willkommen am Flughafen Peking, dem großen internationalen alten Flughafen, also nicht der neue Daxing, sondern der alte halt. Und für mich geht's mit Air China nach Shanghai, also ein Inlandflug, ungefähr 2 Stunden lang. Und ich muss erstmal zum Check-in, weil ich habe noch nicht online eingecheckt. Allgemeines Thema Internet ist hier in China etwas schwierig, sag mal. Air China nutzt an diesem Flughafen insgesamt 2 Terminals, sowohl das Terminal 2 als auch das Terminal 3. Mein Flug ging vom Terminal 3 aus, aber falls ihr mal mit Air China von Peking aus fliegt, achtet darauf, welches Terminal es ist. Der Check-in-Bereich ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Es gibt einen klassischen Check-in und da gibt es halt noch so einen automatisierten Check-in, wo man halt ja alles an Automaten machen kann. Dabei ist wichtig zu beachten, dass ihr bei eurer Buchung alles so eintragt, wie es halt auch im Reisepass steht. Also keine Mittelnamen vergessen, nicht die falsche Passnummer oder sowas. Sowas auf gar keinen Fall, ansonsten habt ihr richtig Probleme und könnt theoretisch sogar euren Flug verpassen. Die Gepäckabgabe war direkt daneben, aber halt in einem separaten Bereich. Also falls man online eingecheckt hatte, konnte man auch direkt dahin gehen. Insgesamt ging es alles sehr schnell. So, jetzt bin ich hier beim Check-in gewesen und es hat echt gut funktioniert. Also ich muss jetzt erstmal einchecken, das war schnell erledigt. Dann musste ich weiter zum Koffer aufgeben, hat auch so super funktioniert. Und jetzt kann ich gleich weiter zur Sicherheitskontrolle gehen. Und das war alles innerhalb von, nicht mal 5 Minuten erledigt. Also, ich würde mich auf jeden Fall nicht beschweren. Der Weg zur Sicherheitskontrolle war nicht weit, aber auch da gab es wieder eine Kontrolle vorher, denn obwohl das ein Inlandsflug ist, wird auch da euer Pass überprüft, ihr halt wirklich auch der seid, der halt auf dem Boardingpass steht. So, jetzt bin ich hier schon hinter der Sicherheitskontrolle in der Air China Business und First Class Lounge. Ich muss ganz sagen, ist ganz nett hier, aber reißt mich jetzt ehrlicherweise auch nicht vom Hocker. Ich fliege übrigens nur Economy. Ich darf hier rein, weil ich einen Priority Pass habe. Ansonsten hätte man natürlich mit einem Economy Class Ticket keinen Zugang hier rein. Von der Lounge hatte man übrigens auch einen ganz guten Blick aufs Vorfeld. War auf jeden Fall sehr schön. Das größte Problem dieser Lounge ist aber einfach, dass es nicht genug Sitzplätze gab. Die war einfach zu voll, um es wirklich angenehm zu finden und halt, man musste erstmal einen Sitzplatz suchen. Ja, die Essensauswahl war gut. Es gab schön viele Speisen, das war alles toll. Es gab auch eine gute Getränkeauswahl, aber es waren halt kaum Sitzplätze da und das war halt einfach das größte Manko und das hat mir einfach dann insgesamt nicht gefallen. Ja, noch kurz zur Sicherheitskontrolle. Ey, das war gerade echt ein Erlebnis. Also anders kann ich es gar nicht beschreiben, weil ich bin ja jemand, der durchaus einige Akkus mit hat, also für meine Kameras halt und auch Powerbanks und sowas halt alles. Und normalerweise ist das nie ein Problem, wenn ich die in der Tasche drin lasse. Ja, war wirklich nie in den USA, nie in Kanada, nie in Europa, irgendwo. Nirgendwo ein Problem. Außer hier in China. Hier hat man jeden einzelnen Akku und jede einzelne Powerbank überprüft. Und erst dann durfte ich weiter. Das hat natürlich ein paar Minuten extra gekostet. Und das Dumme hier, zumindest im Terminal 3, ist auch, dass es keinen, ich sag jetzt mal, extra Bereich für Sachen gibt, die bei der Sicherheitskontrolle extra überprüft werden. Das heißt, die Körper gehen auf einer Linie halt rein und dann auch wieder raus und wenn irgendwas überprüft werden muss, dann blockiert dieser Korb alle anderen, weil die müssen alle dahinter warten und das kostet halt extra Zeit. Finde ich nicht so schlau gelöst hier. Aber ich gehe dann halt auch gleich weiter zu meinem Gate und das Boarding startet gleich. Von der Lounge war es nicht mehr so weit zu meinem Gate und ich habe halt so geplant, dass ich ungefähr 2 Minuten nachdem das Boarding beginnen sollte, an meinem Boarding Gate halt ankomme, was im Regelfall halt immer ausreicht. Ja, nicht in China. Ich war tatsächlich schon fast der Letzte, der eingestiegen ist, denn 2 Minuten nachdem das Boarding offiziell gestartet ist, war schon, Last Call. Also letzter halt so rein. Das war sehr interessant, das hatte ich so auch noch nicht. Und dann ging es ja leider mit dem Bus raus ins Vorfeld, bin ich nicht so ein großer Freund von, aber ich kann mal ein paar schöne Flugzeuge zeigen. Und an dieser Stelle hätte ich euch gerne jetzt gezeigt, wie ich halt in eine 747 einsteige. Ja, daraus wurde leider nichts. Ich hatte den Flug extra so gebucht, aber daraus wurde leider eine A330. Das kann in der Luftfahrt immer wieder passieren und ist auch der komplette Standard. Und mich hat es natürlich nicht gefreut, aber ich glaube, ich war ehrlicherweise der Einzige, der das wirklich bemerkt hat. So, jetzt aber mal rein ins Flugzeug und diese Airbus A330-300 hat insgesamt 301 Sitzplätze. 30 davon entfallen auf die Business Class in einer 222-Konfiguration. Dahinter gibt es 16 Sitzplätze mit mehr Beinfreiheit. Das sind aber normale Economy Class Sitze und dann gibt es dahinter nochmal die normale Economy Class mit dem normalen Sitzabstand. Da sind insgesamt 255 Sitzplätze verbaut. Ja, und die Sitze sehen ja an sich auch recht normal aus, haben eine schöne Kopfstütze und so, haben aber ein großes Problem und das ist die Sitzbreite. Die ist nämlich viel zu gering. Ich konnte die Mittelarmlehne nicht drunter machen, ohne dass jemand Oberschenkel gedrückt hat. Das war sehr unangenehm. Oben gibt es halt so einen Bildschirm, den zeige ich später noch genauer. Es gibt so einen Tisch, der ist halt groß genug, lässt sich auch rausziehen. Und es gibt sogar einen Becherhalter, das finde ich immer ganz schön. Findet man auch nicht in jedem Flugzeug.
Und darunter gibt es noch ein bisschen Papierkram und eine Sitztasche, in der sich übrigens eine Wasserflasche befand. Die war übrigens bei jedem Sitz vorhanden, also wurde nicht vergessen vom vorigen Passagier oder so. Und ja, der Sitzabstand, er geht in Ordnung. Das größte Problem ist halt, wie gesagt, die Sitzbreite, weil ich konnte echt die Arme nicht runtermachen, ohne dass sie mir in den Oberschenkel gedrückt hat. Es war sehr unangenehm. Und ja, in der Armlehne befindet sich auch die Fernbedienung und der Kopfhöreranschluss. Ja, beides an einer Position, die hätte eigentlich nicht schlechter sein können. Unter dem Sitzen gibt es halt auch noch Steckdosen, eine für zwei Sitze. Ich hätte alternativ übrigens auch mit dem A350 fliegen können, eine Stunde später. Im Nachhinein, ich glaube, das wäre die bessere Wahl gewesen. Welcome aboard this Air China flight. Is in an emergency situation. Please follow the instructions of the flight crew and switch off electronic devices. 机上全程禁止吸烟，包括电子烟，禁止触动卫生间内烟雾探测器。Do not inflate the vest until you leave the cabin. If your vest needs further inflation, use the manual inflation tube. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. We wish you a safe and pleasant journey. Kommen wir jetzt mal zu dem, was euch Air China dann in der Luft zu bietet. Und ja, da fangen wir einfach mal mit dem Entertainment-System an. Der Monitor ist ehrlicherweise komplett veraltet. Es gibt drei Sprachen zur Auswahl, Mandarin, Englisch und Französisch. Das war es, kein Deutsch, aber ich habe es ehrlicherweise auch nicht erwartet, dass jetzt das Deutsch gibt. Und ja, die Software ist ehrlicherweise auch nicht mehr die neueste. Die ist bestimmt schon ein paar Jahre alt. Das größte Problem daran ist aber einfach, dass der Touchscreen kaum funktioniert. Also ihr seht es ja, ich will zur Seite wischen und es reagiert nur auf das, was halt gerade ganz vorne ist. Ist halt so eine Sache, mal funktioniert es mit dem Wischen da zur Seite, mal nicht. Ehrlicherweise benutzt einfach die Fernbedienung, weil das war einfach ein Krampf, da jetzt halt euch das auch nur zu zeigen, also nur das zu filmen und da so rumzuwischen, war einfach nur ein Krampf. Die Filmauswahl selbst ist ja nicht schlecht. Also es gibt einige Filme zur Auswahl. Es ist jetzt ehrlicherweise nicht das Entertainment-System mit der größten Filmauswahl, das ich je gesehen habe. Das muss man auch ehrlich zugeben. Es ist aber auch wirklich nicht das Schlechteste. Es gibt viele neue Filme, wie zum Beispiel Oppenheimer, aber zum Beispiel auch Barbie. Und dann gibt es natürlich auch TV-Serien und so. Und da wiederholt sich genau das gleiche Problem wie bei der Film. Die Filmauswahl ist nicht schlecht, beziehungsweise TV-Held-Auswahl. Nur das System selbst reagiert halt unzuverlässig und es geht einem tierisch auf den Zeiger. Also da auch wieder benutzt die Fernbedienung, dann sollte es besser funktionieren. Aber es nervt einfach, muss ich einfach ganz klar sagen, die Bildschirme und also dieser Monitor ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es gibt auch verschiedene Genres, ähnlich wie beim Film übrigens, kann man sich auch was raussuchen, also da sollte man grundsätzlich schon fündig werden, wenn einem was hält. Film auf Deutsch habe ich übrigens nicht gefunden. Musik gibt's auch, aber keine westliche Musik oder zumindest sehr, sehr wenig. Ich habe da jetzt nicht so wirklich was gefunden.
Könnte auch daran liegen, dass China unsere Musik sehr, sehr gerne zensiert. Also das, was wir hören, kommt höchstens in der zensierten Version in China an. Nicht alle Lieder, aber zum Teil halt. Dementsprechend wundert es mich jetzt nicht, dass da keine große westliche Musikauswahl ist. Spiele gibt es 6 an der Zahl. Ich habe die jetzt ehrlicherweise auch noch nicht so gehört, die Spiele, die es jetzt gab, bis auf 1. Und ja, dann gab es halt noch ein paar andere, sag ich jetzt mal, Optionen, die zum Teil funktioniert haben. Shopping zum Beispiel hat nicht funktioniert. Immerhin, es gibt eine Karte. Und ja, das, also die Software, die für diese Karte benutzt wird, ist übrigens genau die gleiche, die Qatar Airways übrigens auch benutzt. Also an sich gibt es keine Unterschiede. Lediglich beim Monitor, wie gut er funktioniert, wie gut er reagiert, das ist der große Haken, denn diese Karte könnte man für so viel mehr benutzen, so viele Winkel und sowas alles. Leider in Verbindung mit diesem alten Monitor funktioniert es nicht so gut. Also die Karte hätte mehr Potenzial, als man wirklich effektiv nutzen könnte. Deswegen kann ich euch sie jetzt nur sehr gering zeigen. Und ja, dann gibt es auch noch Air China, also ein paar Informationen über die Fluggesellschaft. Finde ich ganz cool. Finde ich nicht schlecht, dass man so reinnimmt. Und dann gibt es ja noch den Bereich E-Reader. Bitte benutzt den nicht. Ich sage es ganz ehrlich, also das System stürzt danach ab. Es reagiert gar nichts mehr. Man muss den Bildschirm dann einmal wieder ausschalten, wieder anschalten. Dann funktioniert es wieder. Also davon einfach die Finger lassen. Immerhin, die Aussichten nach draußen waren nicht schlecht. Also ja, ganz schöne Landschaften gesehen. Auf dieser jetzt ehrlicherweise gar nicht mal so langen Strecke. Also da gibt es deutlich längere Flüge innerhalb von China. Und der Service hat auch nicht so lange, also auch nicht so lange auf sich warten lassen. Und ich hätte ehrlicherweise mehr erwartet. Bin ich ehrlich? Ich dachte eigentlich, es gibt mehr. Es kann sein, dass wegen dem Neujahrstag da deutlich heruntergefahren wurde. Also möglich, dass ihr mehr habt. Es gab halt dieses warme, ich nenne es jetzt mal Brötchen mit, ich glaube, Fleisch war das. Es hat besser geschmeckt, als es aussah. Es gab einen Schokoriegel dazu, es gab einen Joghurt und so ein Desinfiziertuch. Ein Getränk nach Wahl gab es nicht. Und Joghurt isst man übrigens in China anders. Da gibt es keinen Löffel dazu, sondern man sticht diesen Strohhalm rein und trinkt diesen Joghurt. Das ist in China so normal. Ich fand es auch etwas schräg, aber ja. Und wie gesagt, der Flug war am Neujahrstag, am Neujahrsabend. Dementsprechend war der Service wahrscheinlich auch etwas deswegen runtergefahren. Ein Getränk nach Wahl gab es, wie gesagt, nicht. Es gab lediglich die Wasserflasche, die halt in der Sitztasche war. Das war's. Gut möglich, dass es auf eurem Agile-Flug etwas mehr Service gibt. Ich würde es nicht ausschließen. Die Kabine war übrigens auch nicht wirklich voll. Individuelle Lüftung gibt's nicht. Es gibt nur Leselichter und die Crewcore und Ushers, du was hast. Aber es gibt ein Kissen und es gibt eine Decke. Das Kissen war nicht in Plastikfolie eingepackt, dementsprechend kann ich euch jetzt ehrlicherweise nicht sagen, ob das so hygienisch rein ist oder irgendwie so. Die Decke war's und die wird vermutlich sauberer sein als das Kissen. Deswegen, falls ihr euch irgendwie anlehnen wollt, ich würde lieber die Decke nehmen. Das Kissen selbst war übrigens sehr komfortabel, also da gibt's jetzt nichts zu meckern. Und die Aussicht nach draußen, naja, es gab viele Wolken, dann kurz nachdem ich die Waage gesehen habe. Und ja, WLAN gibt's auch. Allerdings keine Internetpässe jetzt irgendwie sowas, um halt zum Beispiel WhatsApp oder sowas zu benutzen, denn chinesisches Internet ist sehr, sehr beschränkt. Da ist im Grunde alles zensiert, was wir kennen. Es gibt halt so eine eigene Version von ihrem Internet. Aber es gibt halt so eine Website, auf die man dann geleitet wird. Die lädt ein bisschen. Also ihr müsst kurz abwarten, bis es dann wirklich geladen ist. Und dann gibt's halt auch da nochmal Filme, TV-Serien und sowas alles. Und Spiele und so, das passt auf jeden Fall. Also falls euer Entertainment-System nicht funktioniert, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Alternative. Ein bisschen Papierzeug gibt's auch. Eine Sicherheitskarte, die auch schon mal bessere Tage gesehen hat. Eine Kotztüte, ganz normaler Standard. Und dann natürlich noch so ein Shopping-Magazin. Und ehrlicherweise, das besteht zu gefühlt 99% aus Parfüm. Und Deos und so, also eigentlich nur Parfüm. Und ein bisschen Alkohol. Das gibt's da auch. Und das lohnt sich auf jeden Fall nicht weiter anzuschauen, bin ich ehrlich. Vorne wurde noch so ein Film gezeigt. Ich weiß nicht, was das für ein Film ist. Ich habe den noch nie gesehen. Aber nicht allzu lange. Und dann waren wir auch schon wieder am Anflug auf Shanghai. Und die Toilette konnte ich übrigens nicht zeigen, weil eigentlich war im Grunde die ganze Zeit das Anschaltzeichen an.
outside temperature is 6 degrees Celsius, both is 3 degrees Fahrenheit. Kindly remain seated with your seatbelt fastened, and make sure that your hand baggage is stored properly until the seatbelt sign goes off. Please be careful when opening the overhead compartment and items inside will fall out. It has been our pleasure to meet you. Geparkt haben wir dann übrigens neben einer Maschine von Lucky Air und schaut euch mal das Logo an. Es erinnert mich doch sehr an British Airways. Und ja, das Aussteigen war dann etwas chaotisch. Die Chinesen drängeln so dermaßen. Also ganz ehrlich, wartet einfach ab und dann geht es jetzt raus. So, ich bin ja gerade eben aus Peking gelandet und ja, was lässt sich zum Flug sagen? Er war, naja, okay. Das Beste an dem Flug war wohl die Crew, die war super nett. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Ausländer werden hier etwas besser behandelt als Chinesen. Vielleicht irre ich mich aber auch. Ja, zum A330 selbst, das Ding ist von der Kabine her wirklich nicht schön. Also ich würde damit nicht auf der Langstrecke fliegen wollen. Und ich weiß, dass Air China diese Flieger auch auf der Langstrecke einsetzt, zumindest in A330. Zum Beispiel von Shenzhen nach Frankfurt. Das ist ein 10-Stunden-Flug, das würde ich auf gar keinen Fall damit machen wollen. Allerdings gibt es hier in Asien durchaus Flugzeuge, die nur auf Kurzstrecken eingesetzt werden, obwohl das Langstreckenflugzeuge sind. Es kann sein, dass es sich um so ein A330 handelt. Ich bin nicht ganz sicher. Wenn es der Fall sein sollte, dann ist es okay. Andererseits, damit will ich auf gar keinen Fall eine Langstrecke fliegen wollen. Nee, danke. Also 10 Stunden in dem Flieger? Nee. So, jetzt bin ich hier in der Gepäckhalle. Mein Koffer war auch schon da. Und der wurde sogar schon vom Band genommen, weil es einer der letzten war. Alle anderen Koffer wurden schon abgeholt. Und das, obwohl ich jetzt nur so vielleicht 10 Minuten vom Flugzeug hierher gelaufen bin und noch, also mit einem kurzen Stopp auf der Toilette, ehrlicherweise. Aber ja, die arbeiten echt schnell hier. Also das waren auf jeden Fall weniger als 15 Minuten, so um die 10 müssten es gewesen sein, vom Flugzeug bis hier. Ja, aber reicht anscheinend, damit die Koffer schon wieder vom Band runtergenommen werden. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dann sage ich ciao und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.